Ja, das war wieder falsch. Aber das kennt man ja hier auf diesem Channel, ist immer alles falsch. Könnt ihr euch dran gewöhnen, ne? Also, keine Hassreden hier bitte. Alles ist falsch und dazu stehe ich. Ja, so. Ganz oft so sagen vielleicht, dann. Nachher kann man irgendwie dann noch angezeigt werden, weil man so oft so umgesagt hat. Und dass die Copyrights-Verletzung von jemand anderes, ja, sehr gut, bricht, der auch immer die ganze Zeit so sagt. Mir würde jetzt spontan keiner einfallen, ehrlich gesagt sogar. Niemand einfallen, der die ganze Zeit so sagt. Aber ich gucke ja auch nicht so viel an Let's Plays, außer denen, die ich schon gesagt habe. So, jetzt haben wir die Tür mal richtig rum drin. Da fehlen uns jetzt noch drei, vier Steinchen auf dem Boden. Können wir natürlich jetzt, ja, mal gucken. Vielleicht können wir das mit Sandstein machen oder so. Sand haben wir auf jeden Fall genug. Auf jeden Fall muss diese Kiste hier weg. Aber wir machen erstmal hier jetzt eine Cobblestone-Kiste. Und da. Zwar mit diesen ganzen Cobblestone, die wir hier haben. Pflasterstein heißen die übrigens mittlerweile auf Deutsch. Hier machen wir eine Erdekiste. So. Ach, hier haben wir noch ein Stack Erde. Gut. Dann können wir die Kiste hier jetzt mal auflösen. So. Können wir natürlich nur die Hälfte davon mitnehmen. Aber wir können zumindest mal hier die Kiste. Machen wir mal so. So. Die Kiste nehmen und hier hinstellen. Dann tun wir da mal. Was kann man da rein tun? Tun wir da mal den ganzen Holzkram rein. Also Holz, 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 Holz. Ein bisschen unsortiert, weil ja, Holz werden wir wahrscheinlich. Braucht man ja ständig. Deswegen. Die tun wir mal eher bei Pflanzensachen. So. Da mache ich, glaube ich, auch nachher noch eine andere Kiste draus. Ah, jetzt brauche ich das Holz natürlich. Nehme ich den mal. Ja, brauche ich. Ne, ich brauche noch mehr. So, nehme ich den auch nochmal mit. Jetzt fahren wir mal hier rückwärts hoch. So. Und zwar für 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, für 7 Kisten. Und zwar können wir jetzt nämlich hier schön die Doppelkiste hinmachen. Und jetzt müssen wir mal gucken hier. Können wir hier noch eine Doppelkiste machen und dann eine einzelne und dann noch eine einzelne. Oder hier machen wir dann noch eine Doppelkiste hin, so. Dann haben wir jetzt hier noch eine einzelne, die wir benutzen können für. Keine Ahnung. Oder wir machen es so, dann machen wir es ein bisschen symmetrischer. Das haben wir alle gern. Symmetrie. Machen wir so und dann machen wir hier die einzelne. Ja. Können wir auch machen. Keine Ahnung, was in die einzelne reinkommen kann. Da können wir uns ja. Da können wir ja Schätze reintun. Also Diamanten. Und Schallplatten und so wirklich seltene Sachen, also Eisen und sowas. Dafür mache ich jetzt hier eine Kiste und zwar können wir die mal hier in die Mitte machen. Oder ich mache mal. Ne, ich mache die mal lieber so hier vorne hin, weil dann steht so ein bisschen mehr in der Ecke. Dann hat man hier so eine schönere Aussicht, weil man stellt sich ja auch ständig hier hin und guckt nach draußen. So, jetzt brauchen wir ja nicht mehr ganz so viele von den. Steinziegeln und wir brauchen auch noch ein paar normale Steine, weil wir da ja ein bisschen kaputt gemacht haben. Und das wollte ich zumindest ansatzweise ordentlich haben. Und zwar hier. Ah! Das habe ich tatsächlich wieder falsch gemacht. So. Ja, hier mit diesem Texture Pack kann man nicht so gut erkennen, welches ausgewählt ist. Also, vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen blind auf beiden Augen oder nur einfach blöd. Aber, naja. Wie auch immer. So, als Boden müssen wir uns hier noch was überlegen. Ich mache mal gerade hier den hin. Vielleicht ist das dann ein bisschen zu eintönig, wenn wir dann Decke, Wände und Boden mit dem Zeug machen. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob wir da wieder hier Holz hin machen sollen. Oder Rohholz hatte ich schon mal in einem ziemlich guten Haus. Da hatte ich dann so einen Gang zum Keller gemacht aus.
aus dem bemoosten Pflasterstein, also dass man in Dings findet. Also habe ich ein paar gefunden, ein paar Spawner und habe mir das bemooste Pflasterstein benutzt, also genommen und dann halt, ja, dann daraus so einen Gang gemacht und dann den Boden aus diesem aus Holz halt. Und dann von oben sah das dann halt ziemlich cool aus. Huch. Was machst du denn? Oh, die sieht aber süß aus mit den Augen. Schnuckelig. Ja, zwei Blumen haben wir, die können wir auch mal. Ja, mache ich gerade hier so eine Vegetationskiste. Da können wir den Kram mal reintun. Und was kann man sonst noch reintun? Samen kann man reintun. Beziehungsweise die können wir eigentlich auch draußen machen, die Kiste. Nee, aber das ist mir zu blöd. Jetzt draußen extra eine Kiste dafür zu machen, dann mache ich hier oder. Ne, mache ich immer die Sandkiste, die Sand- und Kieskiste habe ich das immer gerne. Sand, Kies und Sandstein in einer Kiste. Und dann mache ich hier mal die Kiste mit Sätlingen, also Eichenholz, ne, Eichensetzling, Tropenbaumsetzling, Blumen, Samen tun wir dann doch oben in die Kiste, Kürbiskerne, Melonenkerne. Tun wir auch da rein. So. Und das hier ist halt so eine Kiste, da kommt jetzt so Kram rein, wie halt diese Samen. Sowas halt nicht die ganze Zeit rumliegt oder was man halt ständig braucht. Oder Werkzeug und so ein Kram. So, Schwarzpulver gehört eigentlich auch schon meiner Meinung nach zu den Schätzen. Lapis Lazuli auf jeden Fall. Den Kies können wir in die Dingskiste tun. Die Wolle können wir mal hier rein tun. Bisschen ungeordnet, so braune Wolle. Die können wir auch wieder stacken. Tun wir den mal da rein und die behalten wir. Feuerstein können wir auch hier rein tun. Eisen auf jeden Fall gehört hier rein. Und Faden gehören eigentlich auch eher zu den Schätzen, aber die braucht man ja auch ab und zu mal. Deswegen lasse ich die erstmal hier oben. Kakaobohnen auch. So, aber dieses Lapis und Kies können wir mal nach unten in den Keller, in die entsprechenden Kisten tun. Und zwar hatten wir hier die Kiste. So, machen wir unten Kies. Was hatten wir sonst noch? Lapis. Können wir. Machen wir einfach hier hin, so. Gut. Dann mache ich mal zu. Und die Tür könnte man vielleicht noch andersrum reinsetzen, aber jetzt gerade glaube ich eher nicht. Oh. Habe ich ein Fenster kaputt gehauen. Das war ja auch sehr intelligent. Immerhin bekommen wir jetzt die XP. Da muss man gerade neue machen. Das war natürlich jetzt gerade sehr schlau. Anscheinend kann er nicht mehr richtig messen, wie lange man die Maustaste gedrückt hält. So scheint mir das, weil ich habe ja nur einmal kurz geklickt und zack war das Glas kaputt. Und da muss man eigentlich schon eine Sekunde oder so für drauf gedrückt haben. Ja, jedenfalls setzen wir jetzt mal die Samen rein. Steinhacke haben wir noch. Und gut, den Kakao können wir auch noch anpflanzen. Da hinten haben wir jetzt extra Kakaofarm gemacht. Und Zäune wollte ich noch gerade kurz welche holen, beziehungsweise machen. Noch ein paar. Tropenholz brauchen wir dafür. So. Achso, haben wir da ja eh schon. Mache ich mal gerade so. 52, weiß ich nicht, ob das reicht. So. Ich mache immer nur so grob geschätzt. Einfach nur irgendwas hinklicken. So. 41 müsste eigentlich reichen. Dann mache ich da auch gerade mal. Mache ich später. So, jetzt mal gerade. Zack. Weil es könnten ja hier noch jederzeit Creeper unterwegs sein. Ich nehme mir mal gerade den Hund hier mit, dass der mich ein bisschen verteidigen kann. Gegen Creeper hilft es natürlich nicht, aber gegen anderen Kram. Jetzt ist gerade meine Mutter gekommen, hat man vielleicht im Hintergrund gehört. Die hat Hallo gerufen. Ich kann natürlich jetzt nicht Hallo rufen. Aber ich beende die Aufnahme dann auch jetzt mal jeden Moment. So sollte es jedenfalls aussehen. So, setzen wir hier mal. Wie lang ist das jetzt? 1, 2,
3, 1, 2, 3, 1. Ja, toll, jetzt hat das relativ unregelmäßige Abstände. Mache ich mal 1, 2, zack. Ne, so hatten wir ja gerade. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, ja, 1, 2, so. So klappt's. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Die müssen natürlich auch gut beleuchtet sein, ne? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. So, eine Fackel haben wir noch. So, hier wollte ich einen Zaun drum machen, so. Bringt natürlich jetzt nicht viel, wenn hier Blöcke sind. Mache ich mal gerade hier mit der Hand weg, so. Oh, jetzt habe ich hier ein bisschen zerstört. Naja, egal. So. Oh, ist, mein Bruder ist da, das hört man. Jetzt ist hier wieder unten Radau. Beziehungsweise die Erde bebt. Oh, jetzt habe ich noch gerade erschrocken, Hund. Du kannst mich doch nicht so erschrecken. So. Mache ich hier einen Zaun hin. So. Das mache ich mal gerade hier. Achso, oh. Schon von alleine passiert, na gut. Wenn es denn so will. So, da hatte ich einen Abstand. Ich weiß gar nicht, warum ich den Abstand jetzt gemacht habe. Aber dann mache ich den hier auch. Nur aus Prinzip mal. Moment. Ja, genau. Ja, Hund. Die Musik ist gerade ein bisschen. Ich mache mal gerade hier den nächsten Track. So. Aha. So. Und dann kommt hier. Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Und da. Und dann müsste hier natürlich kommen. Da. Moment. So. Bin wieder da. Wurde gerade glücklicherweise nochmal unterbrechen von meiner. Unterbrochen von meiner unglaublich netten Familie. So. Aha, hier ist jetzt wieder keine Erde. Haben wir jetzt auch keine mehr dabei. Dann machen wir das später mal zu Ende. So soll es dann aussehen. Nur, dass dann halt alles voller Kakao ist. Gut, das heißt, ich gehe jetzt mal hier schnell rein. Achso, die Samen wollten wir noch pflanzen. 2, 3. So. Und da folgt natürlich auch bald ein Feld. Richtiges machen wir dann. Aber jetzt mache ich erstmal schön wieder nur eine Dreiviertelstunde aufgenommen. Ist ja ganz famos. Ich esse noch kurz was. So, da haben wir Melonen. Und dann sage ich schon mal bis zur nächsten Aufnahme. Also in der nächsten Folge wahrscheinlich. Die wird jetzt wahrscheinlich enden, so wie es richtig im Kopf habe, außer ich habe jetzt noch irgendwo einen Rest übrig, den ich jetzt am Anfang mit reinbringen muss, aber ich weiß es nicht, also von daher tschüss, bis zum nächsten Mal.